power costs money. But sometimes the equation doesn't stack up. Over the top or what? So what about this new Renault? Bit more like it, yes? 5 million for a horse. Who's taking who for a ride? The Renault 21 2-litre turbo. More than enough power for quite enough money. Thank you. There's more to life with Renault. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Und willkommen bei Max Speed Shop. Mein Tag ist rum. Wir haben jetzt Tag der Deutschen Einheit. Also ungefähr für euch, schätze ich mal, 2 Wochen her. Wisst ja, Zeitblase aktuell relativ groß. Und wir fahren jetzt nach Kroatien. Wir haben jetzt 19 Uhr und jetzt ist Abfahrt mit dem Renault 21 Turbo. 3600 Kilometer mit Rückweg. Plus ein bisschen vor Ort rumgründen, ich habe so ungefähr 4000 Kilometer. Alles, was geht. Roadtrip mit Familie. Die ganze Kiste ist gerade überladen, steht auf dem Hof. Und ich glaube, das wird ziemlich hart werden. Also wirklich hart. Auch für die Karre, für Mensch und Maschine. Ich glaube, der muss ganz schön leiden, allein schon, wie viele Koffer da jetzt drin sind. Also wie viele Koffer man in so eine Limo reinpacken kann. Das ist schon bekloppt. Naja, ihr wisst Bescheid. Es geht gleich los, wenn wir auf Autobahn sind. Und Schatz, hast du schon Bock? Wie? 20 Stunden Auto fahren. Ich habe eine Sonnenbrille gekauft. Ausprobiert. Gut gemacht. Ich habe meinen Abschleppwagen vergessen. Ich habe meine zu Hause vergessen. Perfekt. Ich bin vorbereitet, ihr nicht. Wir nicht, nein, nein. Schick. Also, sieht gar nicht mal scheiße aus. Ja. Geht klar. Seht ihr. Und Jodi, was machen wir jetzt? Mama, hast du all deine Schminke mitgenommen? Ja. Urlaub, ja, jetzt verstanden. Also Urlaub besteht nicht nur aus Autofahren. Ja, geil, Autofahren. Haben wirklich 20 Stunden oder ein bisschen weniger? Das wissen wir nicht, je nachdem, was so kommt. Also letztes Mal sind wir 20 Stunden gefahren. In Strecke 8 aber, ne? Ja. Und nach Istrien, ne? Ja, also fahren wir auch mehr, wir fahren auch viel mehr Ostblock jetzt. Wir fahren viel mehr. Wir fahren jetzt viel, viel mehr Ostblock. Wir fahren jetzt richtig bei Dings lang. Jetzt nehmen wir auf dem Weg ja noch ein paar Trabis. Ja, kann sein. Glaube ich aber nicht. Weil es der Tag der Deutschen Einheit. Ja, das ist, haben uns eigentlich heute alle, wir waren ja ein bisschen Schiffe gucken und so heute, aber nicht, ne? Und Jodi, wo du bei der Arbeit warst. Tine arbeitet auch an Feiertagen, wenn ihr eure Nägel gemacht haben wollt, für einen 10-fachen Preis. Oh, 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 oh. Also mir erzählen, an Feiertagen darf man nicht arbeiten. Und dann selber. Ja, aller Anfang ist schwer, ne? Jetzt mal 180 geben. Erstmal 180 geben. Auf einmal, weil du für einen halben Preis zur arbeitest. Das ist auch eine Sache, woran du eventuell arbeiten müsstest. Mit so mit 2 Zertifikaten jetzt, langsam ist gut. Was essen wir denn jetzt? Erstmal essen wir in der Tankstelle. So, es wird dunkel. Wir haben uns entschieden, halt nachts zu fahren, weil die Verkehrsverhältnisse geiler sind bei uns. Da kann man schneller fahren. So Reisegeschwindigkeit so 150 habe ich geplant. Bordcomputer sagt mir dazu 688 Kilometer, Momentanverbrauch 11,9. Hart kriegen wir mal noch runter. Ich schätze mal, im Schnitt sind wir bei 10. Bei der Geschwindigkeit so ungefähr. Ja, Tina ist noch in der Buchhaltung. Und hier, naja, ich halte die Karre eben auf der Straße. Mal gucken, wie es läuft. Sind übrigens jetzt in Oldenburg. Aber die ersten 40 Kilometer sind geschafft, sind fast schon da. Diesmal fahren wir nach Kroatien, nicht nach Kalifornien, ne? Ja, stimmt, wir fahren meine Lieblingsstrecke. Wir fahren jetzt Hannover, Magdeburg, Leipzig. Und zwischen Magdeburg und Leipzig habe ich immer Scheiße gehabt. Jeden Roadtrip. Egal wo wir waren. Immer was mit einem Gurkencamper, das Getriebe ist da zerbrochen. Weißt du, da haben sie mich damals rausgezogen wegen meinem Trailer und wegen bösen Mautvergehen. Da habe ich immer Mist auf der Strecke. Mal gucken, wie es diesmal läuft. Das ist auch schön, das Kramermark, hast recht. Jetzt sieht man das Riesenrad. Normal kann man so richtig geil, mit einem normalen Auto man so richtig geil im Blick über die Hunde, aber der Kiste hier sitzt man viel zu tief. Guckst du ja unter die Hunde durch. Wasser, wir mögen alle Wasser.
Genau das. Erste Station beim Aufbau ausgewogener Ernährung. Die Family schreit nach KFC. Einmal hier im kurzen Motorraum gucken, wenn wir schon dabei sind. Das sind die ersten 100 Kilometer, haben wir geschafft. Ungefähr. Wasser sieht sehr unspektakulär aus. Taschenlampe wäre eine gute Erfindung, nochmal um zu gucken hier. Ja, keine Auffälligkeiten. Nichts, wo irgendwas leckt oder irgendwas oder irgendwie tüdelig aussieht. Wasser ist ganz sicher so voll wie vorher. Das geht. Na ja, gut, dann würde ich sagen, lass uns mal gucken, dass wir erstmal den Magen voll kriegen. Und dann, naja, haben wir ja nochmal so 1500 Kilometer. Vielleicht um die Ecke. Ah, Kara läuft eigentlich ganz gut. Kalt, sagt sie. Ist eine Jacke anziehen. Komm so weg. County Music und Bier. Genau. Man darf darüber nicht nachdenken. Ne? Zwei Erwachsenenmenüs. Zwei Kindermenüs, 40 Euro, 80 Mark. Man darf echt nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Die Zeit hat sich echt verändert. Inflationslifestyle. Naja, gut, es geht die Reise weiter. Tina hat noch zwei Kaffees geordert. Und dann gucken wir mal. Hanna hängt eine Rutsche fest. So, 21.23 Uhr. Wir fahren im Schnitt. Also hier sind es gerade 120 ungefähr, wo wir jetzt fahren. Wir fahren im Schnitt mit dem Kasten ungefähr so 150, 160 auf Strecke. Öltemperatur ist immer hoch, frag mich nicht warum. Aber ich denke mal, dass hier Anzeige, aber auch wenn du 120 fährst, ist die Anzeige so hoch. Deswegen werden wir das mal ignorieren. Ja, sonst würde ich sagen, läuft die Karre gut. Die ersten 200 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Und ich war noch nie in meinem Leben so schnell in Hannover wie mit der Karre hier. Mal so gesagt. Also schnell, schnell keiner. Naja, es geht jetzt mal Richtung Magdeburg, da wo wir mit dem Camper letztens liegen geblieben sind. Und wenn wir Magdeburg durch sind, geht es danach hier A14 Richtung Leipzig. Und ab dann brauche ich ein Navi. Bis dahin nicht, so geht es auch so. So, wir sind jetzt Marienborn, einmal Grenzübergang, ehemalige DDR. Heißt also offiziell in Sachsen-Anhalt. Erste Bundesland, dafür durchtüdeln. Eigentlich der zweite, weil Bremen ist ja eigentlich auch ein Bundesland. Aber da erzählen wir jetzt mal nicht mit. Und da war jetzt ja auch Baustelle, riesengroße Baustelle. Also wirklich einfach mal alles normal. Was ist das Lied, Schatz, letztes Mal? Gordon und ich mit dem Gurkencamper hier raus. Ja. 2-3 Kilometer weiter Platz und das Getriebe. Und der Scheiß jetzt. Bam, und dann standen wir da am Straßenrand. Alle können wir auf dem Rasthof ausrollen. Das war eine Aktion. Ich war genau hier. Würde hier in Sachsen-Anhalt ist natürlich so A14 vielleicht fahren und sowas. Da gibt es nicht viele Tankstellen, die viele Autohöfe. Das heißt, wir sollten die ersten Tankstellen nutzen, die Kiste vollballern, dass wir auch wirklich bis Leipzig kommen, ohne irgendwelches Risiko. Weil Leipzig ist ja genug. Angekommen auf dem Autohof Kalbe. A14. Ich kann gerade noch nicht jetzt laufen, weil wegen Turbo und so, kein laufen lassen. Ich bin bis jetzt gerade eben so 180, 190 Punkte bei der Oberstruktur im Schlüssel abziehen. Er muss ausmachen, muss die Nase. Kein Schnitz. Sonst kriege ich den Tank nämlich nicht auf. Scheiße gelaufen. Wir haben jetzt noch 300 Kilometer Restreichweite auf dem Tank. Aber wir tanken jetzt trotzdem mal die Bude voll. Weil jetzt kommt erstmal lange Zeit nichts bis Leipzig. Und dann kommt wieder nach Leipzig lange Zeit nichts. Und dann geht's weiter. Spritverbrauch laut Bohrcomputer. Glaubt man den Dinger, weiß man nicht, um die 10 Liter. Da kann man nicht meckern. Dafür ist die ganze Zeit so 100, 160 bis 180 kloppen. Das ist schon okay. Mach mal ein Licht aus. Ja, mach das. Also mal gucken. Also ist so. Saufkuh ist das Ding nicht. Ja, sonst eigentlich keine bösen Beobachtungen. Kein Ölgeruch, kein Gestinke, kein Getropfe, kein Gelecke, auf den Boden gucken. Nö. Das Ding fährt einfach. Würde ich mal sagen. Es gibt keinen Grund, hier einmal abzubrechen. Wir können weiterfahren. Das ist jetzt schon 320 Kilometer von zu Hause weg. War 350 sogar schon. So Magdeburg, die Ecke. Bin noch sehr fit. Wir haben jetzt 10:30. Ich will die Nacht eigentlich durchballern bis morgen.
Das war so meine Idee. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Das heißt, das Video wird noch ziemlich lange gehen. Da würde ich in diesem Video mit einbauen. Mal schauen. Wenn wir vorab fahren, machen wir anders. Kinder pennen. Viele sporadisch auch. Manchmal ja, manchmal nein. So, voll. 60 Euro, 35 Liter. 70er Tank haben wir, also ist er noch halb voll. Ist okay. Bisher bin ich echt, komme ich echt nur an Schwärmen. Das ist halt ein geiles Auto auf der Autobahn. Ne? Egal was hinter dir ist, du kannst drauflatschen, das Ding ist schnell, zieht schnell voran, zieht weg, weil er halt nichts wiegt. Das ist schon cool. Oh, nächster Zwischenstopp, wir sind hinter München, haben 3:15. Ja. Ich habe nicht groß was gesagt oder irgendwas gefilmt oder so, aufgrund aus Respekt vor meinen Mitfahrern. Weil alle haben nämlich tief und fest geschlafen. Oh, Junge, Junge, Alter. Ich schmeiß das auf Öl oder wolltest du fahren? Nein, nicht. Oh, wieder voll tanken. Verbrauch liegt so bei 9 Litern, 9,6 laut Bohrcomputer. Bei 10 Liter ungefähr habe ich mal ausgerechnet dafür. Da geht's. Aber wir haben technische Probleme. Unser Keilriemen quietscht und stand. Das ist mir aufgefallen. Der muss nachgespannt werden. Also entweder muss er nachgespannt werden bei uns oder er muss nachgespannt werden irgendwo in Kroatien. Kann auch im nassen Wetter liegen. Beim Riemenspannung kontrollieren, sicherheitshalber. Jo, viel Spaß. Tob dich aus. Aber wer weiß. Wasserstand ist gleichbleibend, Öl gucken ist gerade schlecht. Schnell Keilriemen, da kommst du auch so schlecht ran. Weiter mit beiden Händen, weil ich hier sehe, dass ich den Tank, obwohl Tank hat noch ein bisschen Zeit. Wo ist er denn? Ei, wo ist er denn? Ich kann den Keilriemen nicht sehen, ich kann ihn nicht fühlen. Super, super toll verbaut, ne? Haben die ganz geil gelöst. Mache ich gleich. Also ich glaube, ich habe eine Chance, da ranzukommen. Mal zu gucken, wer hat die Spannung im Arsch ist. Oh, Schlauch ganz schön. Die Beine ist ein bisschen ins Leben zu kriegen. Na, Jodi, bist du zufrieden? Möchtest du was zu machen? Nein. Ja, dann nicht. 100 Euro. Und komm, da geht noch was. Hat aber ganz schön Luft in seinen Dings, wa? 56 Liter, also wenn der bei der 0 Liter anzeigt, hat er noch 14 Liter. Das ist gut zu wissen. Na gut, dann geht die Reise gleich weiter. Wenn ihr die richtigen Aufnahmen von euch schocken, wenn man was sehen kann. Dann ist eine Langeweile, Dunkel und so, ist ja schön und gut so. Ne? Weil es sind überall bayerische Berge um uns rum. Das heißt, in München sind ja meistens keine Berge, aber sonst schon. Er fand ja erst vor 2 Wochen mit Gordon. Ne? Sieht immer nicht viel aus der Tankstelle hier. Gut, ich gehe mal mit dem Scheiß bezahlen. So, ich habe jetzt gerade mal eben den Keilriemen gescheckt. Ich kam da von oben ganz, ganz schwer, aber ich kam da ran. Eine Lichtmaschine. Total locker, das Ding. Der hat sich auf jeden Fall gut gesetzt. Das ist ziemlicher Mist. Wir hatten den schon mal gespannt. Aber naja, gut, wir können aber noch mal nachspannen, aber nur unterm Auto. Das heißt, wir müssen uns irgendwo in Kroatien oder wenn es nachher hell ist oder wenn es irgendwann mal trocken ist, irgendwo an Bordstein stellen, dass wir da irgendwie unterkommen und dann kann man den mal schön nachspannen. Während der Fahrt nicht? Während der Fahrt kann es ein Problem werden. Danke. Ist das meine? Nee, für Jodi. Wo ist meine? Du hast doch trinken da. Ja, 0,13. Was ist das? Wieder Lemonsoda? Nee, Koffein. Da haben wir noch ein paar Stunden vor mir. Dann muss halt dein Trinken. Und mal gucken, ob wenn das jetzt dauerhaft quietschen soll, dann müssen wir das unterwegs noch machen. Wenn das nicht dauerhaft quietscht, dann ist das nicht so schlimm. Hauptsache, der packt irgendwie. Ich schätze mal, wenn er warm ist, packt er. Die nächste Wärmflasche to go. Er kennt uns übrigens sogar aus dem Video. Nee. Ja, der kassiert, der guckt hier, wie war es mal dicke Bude? Ich denke, das war eine dicke Bude, das war ein Treffen hier, was du so. Wo ich letztens war mit den Kindern, mit der Karre hier. So. Es geht weiter. Die angeschnallt, die Arme da drinnen, ja. Ja, alles noch im grünen Bereich. Na, ist immer noch abgeschaltet. Ja, so? Alles quietscht. Mein Gott, mein Bruder hat da jahrelang gequetscht.
Ja, aber er hat nicht so ein Spiel gehabt. Und denk immer dran, finde mal so einen Keilriemen. Den findest du es nicht bei keilriemen24.de, weil das ist leider ein Auto, was nicht jeder hat. Die Regel. Ja, Keilriemen ist, glaube ich, da kriegt man einfach getüdelt. Denke ich auch, da kann man noch irgendwas drauf führen. Autogas lohnt sich bald nicht mehr tatsächlich. Schade eigentlich. Weil ich eigentlich Autogas-Fan immer war. Ja, mal gucken. Auf der Bahn hat er genug Grip auf jeden Fall. Oh, er quietscht. Aber ich kenne ihn so fahren, dass er nicht quietscht. Oh nein, ein bisschen dunkel. Bisschen dunkel und ein bisschen Regen. Sollen wir zumachen, die Flasche? Einmal Österreich erreicht, aber richtig beschissene Verhältnisse. Das Wetter ist so furchtbar. Unglaublich. Das siehst nichts, das ist alles irgendwie hier am Glänzen und naja, egal, Kiste läuft. Aber Keilriemen hört man manchmal im Stand, wenn du mal irgendwo anfährst oder sowas. Da muss man sich darum kümmern. Also irgendwie, sobald es irgendwie hell ist und trocken ist. Alter Schwede, ich schwöre euch, hier liegt Schnee. Wir sind gerade durch Schnee gefahren. Ich dachte, du gerade eben, ich träume tatsächlich. Aber das habe ich nicht getan. Da war echt gerade Schnee. Ja, super. Wie mit 2011er Sommerreifen. Yeah, auf geht's. Komm, bisschen mehr Schnee, den brauchen wir noch. Aber die Schnee ist, ne? Ja. Die sind auf dem Berg, wenn der Schnee ist, ja. Also mein Auto meint 0 Grad. Aber läuft. Ja, sorry. Ich wollte dich gar nicht weg. Ich habe nur gedacht, der Mensch interessiert dich auch. Ja, wir haben 1,5 Stunden schon wieder. Und wann warst du wohl bald da? Bist auf einem guten Weg. Bin ich auf den Nein, ich glaube nicht, dass ich heier mache. Mal gucken. Stunde vielleicht. Erstmal ankommen, nach 7 Stunden dahin. Aber wir haben auf jeden Fall über die Hälfte geschafft. Das ist Fakt. Ich fahre den Tunnel hier. Das ist perfekt für ein bisschen Licht in so einem Video, wenn es dunkel ist. Ah, jetzt sind wir im Karawankentunnel, heißt das Ding, glaube ich. Das ist irgendwie auch. Wir fahren schon wieder irgendwelche Berge. Oder unterfahren Berge. Wir haben jetzt mittlerweile 6.12 Uhr, laut meiner Uhr da vorne, die ich gestern Abend noch eingestellt habe. Ich dachte, das Max irgendwelche Koordinaten aufschreibt. Ja klar, ich mache mal schon mal Koordinaten auf. So fahre ich immer. Ich fahre nicht nach Straße, nach Luftlinie. Ja. Geil wär's. Naja, auf jeden Fall hier ja, Slowenien, ne? Aber wer hat 6.19 Uhr? 6.18 Uhr. 13. 19. Quatsch. Meine Uhr sagt 13. Meine ist eine Arbeitgeberuhr, da passt schon. Meine ist eine Twitch-Uhr. Okay. Vielleicht hätte ich auch eine Funkuhr. Meine Mutter hat eine Funkuhr. Ja. Hast du eine? So, Autobahn 130 hier. Alles gut, hier dürfen wir auch noch ein bisschen fahren. So, wir haben gerade die Grenze überschritten. Das dürfen wir wieder bezahlen. Nein, doch nicht. Glück gehabt. Ich glaube, wir brauchen noch eine Slowenien-Vignette. Okay. Ja, stand gerade was für ein Vignetta. Das ist nicht das Eis. Ist ein Eis für Eis? Yep. Nächster Rastplatz ist unser. Ich glaube, das ist da vorne. Hier kommt gleich eine Tankstelle, eine grüne, gleich hier vorne rechts. Ich bin nach rechts erinnere. Ein paar Mal war ich ja schon hier. Vignetten-Eis. Nee. Ich bin schlecht erinnert. So, jetzt sind wir angekommen bei der Tanke und hier gibt es noch eine Vignette gleich. Karre läuft gut, kann man nicht meckern. Einzig ist einmal ausgegangen gerade eben am hier Kontrollposten da. Oder hier an dem Dings an der Grenze. Am ersten Dings, aber nur direkt, weil ich vom Lehrer gegangen bin. Das war ganz normal, glaube ich. Fand ich so schlimm. Ja, und was noch? Nö, alles nicht so auffällig ist sonst. Und das qualmt halt so ein bisschen. Aber so kann er ja auch, aber weiß. Ich glaube nicht wegen Wasser, ich glaube wegen nassen Auspuff. Schätze ich mal. Viel Spaß!
Frohes Trinken! Hanna auf T-Shirt. Also sind wir schon mal wieder, wir haben immer schon einen Temperaturanstieg auf 12 Grad jetzt. Wir hatten unser Rekord war nämlich heute 0 Grad. Da war doch Schnee gelegen. Mal gucken, was noch so kommt. 16 Euro für 7 Tage. Yeah! Oh, alles geklappt? Bist du zufrieden mit dem Klo? Ja. Hast du den Euro irgendwie abgedrückt oder hast du dich reingeschlichen? Ich habe hier reingeschlichen. Reingeschlichen hätte ich auch gemacht. Komm, Anna, alles das Original. Und die haben Euro von mir verlangt, damit ich kacken kann. Ich feier das Kind. Ach komm. Also hör dir nicht auf, die Scheiße. Juhu. So, da sind wir quer durch, mitten am Arsch der Welt. In Slowenien. Fahren wir jetzt gerade hier so viel wie die Reifen hergeben, die Berge hier runter. Tino schon mit Kotztüte? Ich weiß gar nicht, was du hast. Das geht auch noch. Das Traurige ist, du kannst auch Kurven fahren wie ein Wilder hier. Hinter uns ist so ein BMW, so ein 1er BMW. Nagelneuer, das ist nagelneu, aber relativ neuer. Oh, da hinten ganz gut sehen. Der tüdelt da mit ESP ganz gemütlich hinterher. Und wir hier wie die Wilden. Naja, hilft alles nichts. Weiter geht's. Ja, da sind wir immer noch. Das ist nach der Spezialpiste, wenn man vollgetankt an einer kleinen Tankstelle. Übrigens 1,45 Euro den Liter. Da kann man nicht meckern. Da haben wir die Bude auch gleich voll gemacht. Ne? Ja, Tine war noch auf Klo. Jetzt mittlerweile ist er auch wieder ein bisschen auf dem Damm. Gerade eben, also kurz vorm Reihern. Junge, Junge. So, kommen wir nochmal das Wichtigste. Die das Aggregat, wenn das so sagen pflegt hier. Wasser sieht immer noch gut aus, obwohl hat nichts zu sagen. Ausweichbehälter, Druck drauf, bla bla bla. Ne? Müssen wir erstmal jetzt ein bisschen Öl gucken hier. Schwer reinzuhalten jetzt in die Kamera. Aber wir sind unter Minimum. Also wir haben jetzt 1300 Kilometer Vollgas. Hat er sich auf jeden Fall ein bisschen Öl genommen. Ne? Das muss man eben mal so lassen. Aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube, die Dinger saufen sowieso Öl. Vom Berg aus schon. Gucken wir mal einen Liter nach und dann geht's weiter. Aber auch geil. Also Kurzstrecke, beziehungsweise mein Normalverkehr so durch mein Dorf und so ein bisschen Landstraße und maximal 120 fahren. Kein Tropfen Ölverbrauch. Autobahn, habt ihr gemerkt, zieht er sich was. So, Öl ist jetzt wieder randvoll, also genauso voll wie es sein muss. Maximalmarkierung. Fällt eigentlich mal nur im Bad. Ich habe mich rasiert. Die Haare sind so geblieben. Die sind Style, Alter. Und hier, ja, jetzt kann der Ritt weitergehen. Wir sind noch angekommen mit dem Öl, denke ich mal. Aber unter Minimum ist immer scheiße. Vor allem, wenn du in die Berge fährst. Das ist mal die Grenze von Kroatien. Die Straßen sind eine Katastrophe. Aber eigentlich ganz witzig zu fahren hier. Aber dem. Eigentlich war so vorher pinkeln. Aber du kannst auch irgendwie lesen, scheinbar. So in dem die Prozedere hier. Das könnte ich nicht, würde doch sterben. Aber egal, ich kann schon eine Kurven fahren, da willst du mehr. Und die Karre schlägt sich eigentlich ganz gut hier. Ein burgähnliches Gebilde steht da links. Ist das eine Burg oder ein Bauernhof? Oder ein Burgbauernhof? Oder ein Bergfried ohne Berg? Das finde ich eine geile Bude, ne? Das hätte ich auch gerne. Mit dem Innenhof kannst du schon mit Autos vollstellen. Perfekt. Aber das ist nochmal Zugbrücke, dann geht ja keiner auf den Sack. Ich schweife, wir sind gerade bei total im Kackwetter durch den Tunnel gefahren. Der Tunnel, der war über einen Kilometer lang. Aus diesem Tunnel sind wir rausgekommen und das ist blauer Himmel. 5 Kilometer, da setzt du wieder nach, der stand drauf wenigstens. Und plötzlich ist hier einfach voller Flas, geile Wetter. Junge, Tino, ich wünsche dir Sonnenbrille. Guck, schon sind wir in Kroatien. Läuft, wir sind Schalter. Da ist einer auf unserer Seite. Das ist übrigens schon wieder, letztes Mal, wo ich gefilmt habe, ist schon wieder 400 Kilometer her oder so. Du hast ja schon 2060 Kilometer auf dem Tacho stehen jetzt. 1260 Kilometer. Anfahrt hatten wir gerade so 100.000 Platz Quetsche. Läuft bei uns. Die Karre, oha, U-Sporty sagt er, soll von Gas geben. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist ja unglaublich. Temperatur sich auch geändert. Gerade haben wir 11 Grad gehabt, jetzt haben wir 14 Grad. Yeah, der Sommer kommt. Das habe ich gerechnet? Es hat gerade noch gerechnet. Ich habe gerade
in der Wald stehen gehabt. Alter, was im Flachland ist da jetzt eigentlich? Und da unten ist sicherlich auch warm. Wollen wir wetten? Alter, ist das krass. Aber noch kein Wasser zu sehen. Nur Flachland. Und ein See. Da hinten ist ein See. Ich war hier noch nie. Das ist ja eine ganz andere Ecke von Kroatien. Wir kennen bisher nur Istrien, ne? Das hier ist ja richtig hier mitten in Kroatien jetzt. Weißt du? Naja, ihr wisst Bescheid. Die Laune ist gerade gestiegen. Oder meinst du? Und jetzt kommt gleich wieder Regen nach dem Tunnel. Pass auf, jetzt gleich wieder alles grau und scheiße. Wer weiß nie. Ich habe vorhin noch nicht mit gutem Wetter gerechnet. Nee, nee, ist alles gut, alles gut, alles gut. Es ist keine Verarsche. Junge, Junge, ey, jetzt fahre ich schon 1400 Kilometer irgendwas nonstop. Ich habe mal nachgerechnet. Hier, Marco im Video habe ich gesehen, Tesla schafft reelle 400 Kilometer, dieser Plate. Ne? Ja. Wenn ein Tesla Plate gefahren wären, dann hätten wir viermal nachladen müssen. Wenn wir also sagen, jetzt, ich würde sagen, 3,5 Stunden hinterher. Aber wir sind auf jeden Fall gut mit Essen und Kaffee versorgt gewesen. Wäre scheiße. Lieber Synagoge fahren. Alter, ist das geil. Auch der See da unten. Ganz andere Weltplätze hier. Das sieht doch mal geil aus. Rijeka kennen wir auch irgendwo her. 18,9 Grad. Es wird immer wärmer. Wir müssen ja auf die Insel, da hinten sind Archive in mehreren Inseln. Da müssen wir hin. Davon ist vier eine. Zwei der größten tatsächlich sogar. Hab da mal gegoogelt. Ja? Ja, ja. Ich bin der Googler. Manchmal habe ich was drauf, wenn ich googeln kann. Der kann Deutsch. Klar, ist auch ein Deutscher. Übrigens, wir fahren komplett auf. Wir fahren, kann ich auch komplett verstehen. Ich fahre übrigens jetzt zu dem Alex. Alex kennt ihr nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Wir hatten nur E-Mail-Kontakt. Er hat mir damals zu dem Video, wo ich das Video hatte, mit meinen Nebenkosten geschrieben: Du Max, pass mal auf, Alter, wenn du mal Urlaub machen willst. Ich habe eine Ferienbude hier in Dingsenhausen, hier auf Vier in Kroatien. Ich sage: Alter, geil, perfekt. Und dann haben wir mal geschrieben miteinander und jetzt haben wir uns sozusagen geeinigt, dass ich mal jetzt vorbeikomme. Das heißt, total geil, dass wir bei ihm. Also, verstanden hat, wo wir vor uns sonst bei ihm. Okay. Total geil. Ich höre alles voll live, auch wenn du rumschmeißt, höre ich voll live. Bin auch voll weit von dir weg. Alter Schwede, haben wir ein Glück, ey. Plötzlich ist voll Sommer und so. Auch warm jetzt, 18 Grad. Also die sind 18 Grad, kicken hier anders, ne? Ja. Ich habe nur Pullover eingepackt. Ich habe einen Pullover eingepackt, ein. Nur Pullover. Nur? Ich habe nur T-Shirt eingepackt. Du hast ja hier. Nur ein Unterstiefel. Dein Ernst jetzt? Ja, aber das kalt ist, sonst wenn auch ein Ding ist. Wir hatten ja heute auch schon Schnee. Ja. Also heute Nacht irgendwann. Wir haben heute Nacht schon einige. Auf dem Trip haben wir schon einiges erlebt. Ja komm, wir fahren jetzt mal, gucken wir mal, ob wir auf die Inseln jetzt kommen. Also dreiviertel Stunde von hier. Andererseits, ich könnte auch eine Stunde weiterfahren, nur zwei. Ich bin eigentlich relativ gut drauf. Also als ich durchgefahren bin, merkt man nicht so jetzt. Es geht. Also das geht eigentlich ganz entspannt. Und man erkennt immer wieder alte Bekannte wieder. Es kommt von dem wieder so ein Porsche angefahren. Den haben wir auch schon mal gehabt. Ja, schon das McLaren. Nee, den Porsche Panamera, ne? Panamera mit kroatischem Kennzeichen. Der Name. Nein, der eine. Ist der Panamera? Panamera 4S. Aber es gibt so ein Mittel. Der See da links ist auch geil. Aber abfahren und Tee trinken. Erstmal mal gucken, wo uns das Leben hinführt. Ich war noch nie auf 4. Auf 5 auch nicht. Ja, schöne Ecke hier. Ne? Wir hatten gerade übrigens zum Stau 25 Grad hier gehabt. Jetzt gerade haben wir um die 20 Grad rum. Das ist auch ganz angenehm. Mal gucken, bin sehr gespannt. Wir müssen in die Brücke kommen, die zu der Insel führt. Wir sind ja, wie gesagt, auf einer Insel halt. Wie ich schon dreimal gesagt habe. Hier ist ein Konsum. Hier ist ein Kick. Hier, Schatz, der ganze Tüter soll nachher. Klar.
Reicht doch, einmal schwarz und fertig. Haben wir Afrika auch so gemacht. So, muss echt die Brücke kommen eigentlich, über zur Insel. Müssen wir das Wasser eigentlich sehen, wie das aussieht. Rechts abbiegen auf D306. Super viel, Chef. Oh, kann langsam und sicher Wasser erkennen. Geil aus der Rex, ne? Guck mal. Vor allem so mit diesen hier, mit den Effekten von den Wolken. Total wild. Und da ist so ein Kaff, ein einzelnes Kaff. Die sind da hinten mit ein paar Häusern. Mitten in so einer Steinwüste. Auch total geil. Da müssen wir den mal hin. Jetzt kommt die Brücke zur Insel. Die ist sicherlich ein Highlight, glaube ich. Ich habe schon aus der Entfernung gesehen. Die ist so ein bisschen wie hier, wie im Heidepark. Aber die muss ja auch hochgehen, wenn Schiffe durchfahren können, ne? Ja. Priflaka, guck mal, der Parkplatz auch geil. Der mit Strand und Boote. Oh, geil, ein Boot, Alter. Ein Boot mieten wäre der Hammer. Da will man erkundigen, was geht. Man sich ein Boot mieten kann. Dann gehen wir die Insel da hinten erklimmen. Da stehen Autos drauf, okay, gut. Da kann man hinfahren. Die Brücke, Alter, wie geil. Hier hoch, zack. Ihr seht die Adria. Dann die Insel da. Und das ist hier die Insel. Junge, hat die vier Grüne wohl, hätte ich nicht gedacht. Oh, da hinten sehen wir Bunker-ähnliches, sehe ich da hinten noch. Ja. Ist das? Ich freue mich. Ich muss uns mal über die Militär-Lost Place-Geschichte von dieser Insel informieren. Obwohl, wir fragen einfach den Alex, wir kennen die Insel wahrscheinlich auswendig. Ja, sind wir auf der Insel. Geil, ne? Auf 4. Ist eine Insel. Hier kannst du kaufen, ein Grundstück. Bei da steht auch jede Ecke rum. Also ich habe schon gesagt, hier muss ich Immobilienbagger hier kaufen, auf eigene Achse nach Hause fahren. Dann siehst du ja ein paar Wochen nicht. Monate nicht. Ja. Das ist schon fett. Das läuft, da ist er. Wir haben es geschafft. Alter, ich schwöre, wir haben es echt geschafft. Was für ein Auto? Dein Auto. Das ist kein Auto, das ist ein Schwein, du Nase. Was ist denn daran ein Auto? Das rollt. Die fährt einmal durch die Gegend, ja. Ja, eben so als Finale für euch. Hat funktioniert, wir sind da. Das Doppelfinale. Da ist der Beweis. Das Ding ist sogar hierher gefahren. Na ja, gut, weiter geht das tatsächlich morgen. Wir nehmen uns das mal ein bisschen ein jetzt hier, gucken wir uns ein bisschen um. Weil ich will ja gleich so ein Jetset neben hier zeigen. Ja, die Bude ist cool, total geil. Nochmal Dankeschön dafür, ne? Dass wir hier nächtigen dürfen. Weil das ist echt. Aber ich zeige euch morgen. Und dann hier müssen wir gucken. Ich habe ein paar Locations hier schon abgefragt, die sehr interessant sind. Ich habe auch so ein E-Bike-Ding. Roller-Elektro-Ding hier und so Roller-Dinger halt. Ihr kennt ja Roller-Roller. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe da keine Ahnung von. Und ich habe meine Karre hier. Also ich habe alles da. Das heißt, wir können uns diesen ganzen Kram mal gemütlich mal angucken. So, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Munter.